Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Horizon Zero Dawn. Mit mir im Pirates, hier machen wir weiter. So, wir sind immer noch hier, ja, hier im schönen Wald und müssen den da ausweichen. Den da. Und ehrlich, verdoll ich mich diesmal echt aufs Ausweichen konzentrieren. In Ordnung, alles gut, alles gut. Ja, 80 Meter. Was hat der denn? Wie ist der da hinten alarmiert? Okay, warum der da hinten war, warum? Du bist nah dran. Du musst nach oben. Mhm. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Mal los. Glück gehabt. Zum Glück hat es diesmal geklappt. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Er hat seinen Posten verlassen, um seine Ration zu essen. Selbstredend haben wir ihn sofort zu Waffen gezogen. Ja, mal. Also er ist jetzt zwar alarmiert, aber er macht keinen Alarm. Ah, du bist ein ganz intelligenter. Hm? Komm raus, wo du auch steckst. Hä? Was? Hallo. Oh, Alter. Sehr hilfreich. So klar, dass die. Ja. Da bin ich nicht. Gesichtet.
Was? Scheiße. Ja gut, okay. Aber wäre der nicht abgehauen, wäre der nicht in den gegangen, hätte es wohl auch geschafft, glaube ich. Je länger wir nach den alten Maschinen graben, desto stärker werden wir. Unsere Zeit kommt noch. Bald. Hä? Ich hab doch still. Alter, ich hab stillen Schlag doch gedrückt. Ah, jedes Mal. Warum kann man keinen stillen Schlagtaste haben? Ey, weil er sich angezeichnet hat. Also jedes Mal. Ich hasse das. Wenn die Stoves. Dann Explosion, Felsblöcke durch die Sonne wird sich ihre Opfer erinnern. Deine Spur kann ich markieren von der Schatten mit dem langen Hals vorhat. Können die Priester durch ihn das Verborgene sehen? Komm. Wir werden angegriffen. Ist es denn ernst, ne? Nö, das weiß ich nicht. Die wissen nur, dass jemand da ist, aber nicht das. Ist da drüben was? Schön aufpassen. Genau, ja, auch mal immer schön aufpassen. Wachsam sein, Brüder. Hm? Was hat der wachsam? Was denn bis zum Ende, ja? Da mit dem Ding eben übelst in den Schädel geschossen, aber du hast natürlich überlebt. Da hab ich gesehen. Ein Problem! Dann mal los! Du hast ein Problem, mein Freund. Kann mich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern zu haben. Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Machst du da nicht extra mit deinen kleinen Späßchen, mich immer irgendwo hinzuschicken und mir jetzt am Ende erst zu sagen, was los ist? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin zieht, verwöhnt von seiner Mutter,
wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osaram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden, alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten fehlt, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs ein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch vom Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir. Wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest. Sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Jeden Morgen erwache
sich aus demselben Albtraum. In derselben Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten. Unwürdigen. Der Turm, der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt. Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen. Die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Mehr kann ich nicht tragen. Ist wieder voll? Also anderes, ach so. Okay, das war's. Es war es an Text. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Oh, mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Oder hier hoch. Ja, ich glaube, hier kommen wir besser hoch. Ja. Okay, machen wir ja schon. Der hetzt uns aber auch, ne? Oh, mach mal hin, du das Modul jetzt, weißt du, mach doch selbst, du Idiot, weißt du? Da im stillen Kämmerchen sitzen, da kann ich auch irgendwie Befehle geben. Ja. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist alles? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Teufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Okay, dann nehme ich wieder laufen. Scheiße. Das war ja ein toller Plan von dir. Och. Echt? Guter Witz. Ja, ich bin gerade gestorben. Ich muss am Müll laufen. Yep. Oh, soll das ein Witz sein? Beeilung. Oh, ja, guter Witz. Hä? Los, Beeilung. Aua. Jetzt geht's. Glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Oh, kein Problem.
So. Jetzt geht's, Leute. Ich soll nicht kämpfen, tut mir leid. Wird doch eingegriffen. Das haben wir nicht an. Die ganze Basis ist alarmiert. Ach. Ich hab's bemerkt. Echt, danke. Vorsicht, da sind noch mehr. Rücke in Sicht. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Und tschüss. Wow. Das war ein toller Plan von dir, danke. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Das Eclipse-Netzwerk gecrashed. Ich werfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Okay, dunkle Geheimnisse der Erde. Haben wir jetzt wieder Sonnenfall, okay. Na gut, Leute. Da würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es natürlich wie immer weiter mit einer neuen Folge Horizon Zero Dawn und dann gehen wir die dunklen Geheimnisse der Erde mal nachgehen. Vielen Dank, haut rein, bis dann, Pyro, tschüssi, wir sehen uns. Ciao.